Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Rena und ich zeige euch heute ein paar Produkte, die ich mir bei Paint Some Way aussuchen durfte. Die Lieferung hat knapp 10 Tage gedauert und ich zeige euch einfach mal, was drin ist. Und zwar habe ich heute nur Teilbilder für euch. Da habe ich mir 3 Süße ausgesucht. Und guckt mal. Ist das nicht süß? Ich kann euch sogar ein bisschen anfühlen. So. Wie findet ihr das? So, wir haben hier Größe, ja, 30x30. Man kann die Zahlen sehr gut erkennen. So richtig schön cute, süß. Wir haben hier auch nicht viele Farben, 6 Steine. Also 4 Strassfarben wahrscheinlich und 2 Sondersteinarten. Und schauen wir mal, was wir für Steine haben. Ich mache die eben einmal auf, vorausgesetzt, ich finde den Anfang. Sehr schöne Strasssteine. Lila. Das hier ist ein helles Blau. Und nochmal Pink. Ein Megabeutel, großer Beutel. Achso, und dann haben wir hier noch ein bisschen. Und dann kommen hier die 2 Steinarten. Ovalförmige Blattartringe. Genau, einmal in so einem lila, helllila Ton und einmal in so einem Blauton. Sehr schön. Und ein Toolkit habt ihr auch dabei. Man kann also gleich losstarten. Finde ich für Anfänger auch sehr gut geeignet. Man hat sehr schnell ein Erfolg, weil man auch nicht so lange für das Bild braucht. Dann habe ich eins gefunden. Das ist so süß und lustig irgendwie. So, irgendwie habe ich heute hier ein Problem, den Anfang zu finden. Und zwar ist das dieses, ja, Huhn. Huhn mit Brille. Und Stiefel. Ich fand das so lustig. Druck ist auch wieder 1A zu erkennen. Das sieht hier aus, als wenn wir sehr viele Sondersteine haben. Große Steine auch. Schon eine Menge dran zu painten. Wir haben hier 11, ja, Steinarten, sage ich mal. Und welche, die gucken wir uns an. Hier haben wir auch wieder ein Toolkit. Die Tüten sind auch alle durchnummeriert. Ist sogar auch die Bildnummer mit drauf. Fangen wir mal, ja, bei 1 an, ne? So lila-rosa. Das ist schönes Grün hier. So ein Smaragdgrün. Schönes hell-gelbgrün. Okay, hier haben wir nochmal schwarz dazwischen. Kein Strass. Ein schönes, sattes Violett. Pink. Die sehen auch schön aus hier. Die großen, runden. Dann haben wir nochmal weiße, perlenartige, blaue. Und diese Tropfenform auch in Blau. Sehr schön. Fallen mir richtig gut. Okay. Und dann kommen wir auch schon zum letzten.
Und zwar ist das diese hübsche Fee, Schmetterlingsfee, in so Glasoptik. Und der ganze Kreis ist quasi hier, Entschuldigung, zu bepainten. Hier außen nicht die Ecken. Wir haben 10 verschiedene Steinarten. Hier stehen sogar noch Nummern hinter. Diamant-Nummer, Diamant-Nummer. Sind das die Stückzahlen? Müssen wir gleich mal gucken. DMC glaube ich aber auch nicht, oder? Okay. Schauen wir uns gleich an. Wir haben auch wieder ein Toolkit. Ach, guck mal, hier ist das Schiffchen wieder anders. Nochmal hier ein Schiffchen rein. Ja. Guck mal, die Schiffchen sehen anders aus. Ja. Manchmal so, manchmal so. Dann gucken wir uns die. Dann gucken wir uns nochmal. So, hier habe ich die Steine. Ja. Schwarz auch wieder. Also es ist auf jeden Fall nicht die DMC-Nummer, weil die 1 ist schwarz und hier stehen 93 drauf. Vielleicht sind das 93 Steine dann. Obwohl, jetzt sieht ein bisschen mehr aus, ne? Als 93 Steine. Naja, also nach dem werde ich jetzt nicht. Hier haben wir ein schönes, sattes Blau, dunkelblau, sehr schön. Grün, oh, hellblau auch wieder, sieht auch sehr schön aus. Verschiedene Blautöne, ja. So braun. Rosa, hier haben wir die, sieht ein bisschen aus wie Bernsteinfarben. Achso, da, muss ich auch in die Kamera halten. Ne? Rot, Tropfenform. Und guckt mal hier, wir haben wieder die Rosen. Aber diesmal sind die flacher. Die sind flacher, wenn ihr das sehen könnt, genau. Und sie sind gelb, nicht rosa. Was sagt ihr? 1, 2 oder 3? Welches ist euer Favorit von den Teilbildern? So, wie kriege ich das jetzt hier hin? So. Der süße Drache. Das schöne Huhn mit der Brille. Oder hier Kristall-Schmetterlingsfrau. Feenfrau. Was gefällt euch am besten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare oder eine E-Mail. Wenn ihr auch gerne bei Paint Some Way bestellen wollt, ich habe die Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne ein Abo da, dann passt ihr kein weiteres Unboxing oder Haul von mir. Demnächst werde ich nochmal ein Kitting abmachen. Wenn ihr irgendwas anderes gerne sehen wollt, schreibt das mir gerne auch in die Videokommentare. Dann werde ich das beim nächsten Video auch mal berücksichtigen. Super, ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like mir gebt. Genau, dann freut sich der YouTube-Algorithmus. Und meine Videos werden anderen Leuten auch vorgezeigt. Prima, bis dahin. Ich wünsche euch Happy Diamond Painting. Tschüss.